Herzlich willkommen, liebes Volle-T-Publikum. Heute sind wir an einem ganz speziellen Ort in Zwischenwasser gelandet, und zwar beim Johnny Lampert und seiner Familie. Und der hat vor geraumer Zeit Heggy Wendels kreiert. Vielleicht erklärst du uns mal, was es da mit dem auf sich hat. Ja, es wäre jetzt irgendwie mit fremden Lorbeeren geschmückt, wenn wir sagen würden, wir haben das kreiert. Heggy Wendels ist von diesem Gebäude, in dem wir gerade sitzen, ist der Hausname. Der rührt daher, dass vor ungefähr 200, 250 Jahren zwei Söhne von einem Wendelin, von der Heggy, das ist so ein Rank oben im Buchebrunnen, heruntergezogen sind in dieses Haus, und ab diesem Zeitpunkt hat das Haus Heggy Wendels geheißen, beziehungsweise die Leute, die hier herinnen gewohnt haben. Und von der Silvia ist das quasi die direkte Verwandtschaft, wenn man die Linie zurückgeht. Mhm. Jetzt sind wir da quasi inmitten eines Hauses, das doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube 1458 zurückdatierbar. Jetzt ist ja immer dieses Thema Wohnen, Altbau, Sanierung. Ihr habt ja da quasi ein Projekt ins Leben gerufen, gemeinsam mit Architekten, auch gemeinsam mit vielen Stunden Arbeit verbunden. Vielleicht erklärst du uns mal der Grundgedanke, wie ist es entstanden, dieses alte Haus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen? Ja, die Grundlage ist relativ vielschichtig. Also es ist so, dass bei einem Haus mit einer so langen Geschichte irgendwann einmal wieder eine Generation kommt, die sich darum kümmern muss, dass dieses Haus nicht in sich zusammenfällt. Glücklicherweise oder auch nicht, aber bei uns glücklicherweise ist diese Aufgabe auf uns gefallen. Also wir sind die Generation, die sich diesem Haus wieder intensiv annehmen durfte. Und wir haben dann vor einigen Jahren begonnen, darüber nachzudenken, wie das funktionieren kann, und dort im ersten Schritt gar nicht einmal so konzeptionell, sondern einfach, was muss man tun, dass es stehen bleibt. Und mit der Zeit hat sich das aber in viele verschiedene Richtungen entwickelt. Der Martin Markowitz, unser Architekt und ein guter Freund von uns, mit dem haben wir uns zusammengesetzt, und er hat irgendwann gesagt, ihr müsst das größer denken. Das ist so eine wunderschöne große Kubatur, also es ist ja ein uraltes Wohnhaus mit Anbau, Kreuzgiebel, mit altem landwirtschaftlich genutztem Tenn, samt Heuboden, Stallungen und dergleichen. Ihr müsst die komplette Substanz mitdenken, und ihr müsst das mitdenken, was ihr gut könnt. Und durch das, dass wir eigentlich aus der Kulturarbeit kommen, war die Initialzündung aus diesem Hausumbau, aus dieser Althausrenovierung eigentlich ein Projekt zu machen. Mhm. Und ein Projekt, das in die Richtung geht, dass wir das Haus so nutzen können, wie wir leben und wie es unserer Lebensrealität entspricht. Und darum haben wir jetzt, und da sitzen wir jetzt gerade, den Heuboden als Kulturraum adaptiert. Es sind noch viele andere Episoden dazugekommen, die uns irgendwie auch zugefallen sind. Es gibt keine Zufälle, aber die sich irgendwie aus dieser Ursprungsüberlegung von Martin eigentlich ergeben haben. Also es waren dann Studenten hier, die ihr Praxissemester bei uns verbracht haben. Wir hatten vielleicht kommen wir gerade zurück zu diesem, wenn jetzt sprechen wir schon quasi vom finalen Ergebnis, also von der auch kulturellen Nutzbarkeit, ja, dieses Anbaus auch. Aber was waren denn so am Anfang, was waren da die Hauptprobleme? Also gerade, das ist ja auch so ein Thema immer bei vielen Menschen, die Angst haben, einen Altbestand zu sanieren und dann auch noch da ein Projekt daraus zu machen, wo natürlich viele Studenten mitarbeiten, wo viele Menschen auf wahrscheinlich auch ganz spannende Dinge stoßen, die da jahrhundertelang schlummern quasi in diesen Wänden. Am Anfang steht natürlich immer der Rückbau der Bestandssubstanz quasi. Mhm. Wir hatten dann mit dem Martin zusammen einen Masterplan
an dem wir uns entlang hangeln wollten. Und es war so, dass an dem Tag, an dem wir mit dem Rückbau begonnen haben, dieser Plan schon wieder für den Arsch war, weil schon am ersten Umbautag plötzlich ein alter Holzkeller zum Vorschein gekommen ist, der irgendwie mit nur ein paar Brettern zugedeckt war. Und natürlich ist es so, dass man einen solchen Umbau, eine solche Adaptierung nie so denken kann wie eine leere Wiese. Mhm. Wenn ich neu baue, dann habe ich die Wiese, habe ein leeres Blatt Papier, zeichne da was hin, bespricht das mit allen, wäge die Notwendigkeiten ab und dann irgendwann steht das Haus. Das kann ich super vergeben, das macht mir dann irgendwann oder irgendjemand oder ich mache es halt selber, wenn ich es kann. Hier ist es so, dass man das komplett anders denken muss. Aus dem Grund, weil das Haus an sich schon alles mitbringt, was es braucht und die Kunst der Übung eigentlich die ist, dass ich auf das Haus höre und dass ich lerne, dementsprechend zu agieren. Ich glaube, das spiegelt sich dann auch in der Auswahl der verwendeten Materialien wieder. Wenn wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, das hast du mir vorher auch gezeigt, zum Beispiel die Isolierung, das ist eine Hackschnitzel-Lehm-Isolierung, den haben wir auch unter den Betonboden mit Schilf gearbeitet. Wie wichtig war euch das da quasi auch diese natürlichen nachwachsenden Materialien zu verwenden? Ja, wir kommen ja eigentlich nicht aus dem Bau. Also es ist so, dass wir das Glück hatten, dass wir da wunderbare Berater hatten und am Ende des Tages war es aber so, dass die Entscheidung nicht einmal so eine grundsätzliche Öko-Fraktionsentscheidung war, sondern wir haben geschaut, was das Haus hergibt und was im Haus schon drinnen ist und wie das Haus gebaut wurde und vor allem wann und haben uns dann gedacht, ja, die Materialien, mit denen man damals schon gebaut hat, die kommen in Frage und alle anderen nicht, außer vielleicht ein paar Schrauben, die braucht man halt. Und wenn es um Sanitäranlagen geht, sind wir natürlich auch state of the art jetzt. Aber schlussendlich sage ich immer, sind in dem Haus viele Tonnen Holz und Dreck gelandet. Und die Schrauben halten das ein bisschen zusammen und mehr ist es nicht. Also wir haben Schilfrohr, wir haben Lehmputze, wir haben die alten Dielenböden und das ist das, worauf du wahrscheinlich auch noch ansprechen wolltest. Wir haben den kompletten Rückbau des Hauses eigentlich gelagert und in irgendeiner Form dann wieder verwendet. Also das heißt, Zwischenwände als Fenster, Simse, die alten Dielenböden abgehobelt, neue Nutfeder und dann wieder reingeklopft. Also haben wirklich fast nichts zugekauft, wäre jetzt gelogen, aber halt nur das Notwendigste zugekauft. Auch beim Dach, denke ich, ganz spannend auch. Ich glaube, seit 1941 ein Dach, das nach wie vor mehr oder weniger Bestand hat. Ja, also das Dach, das jetzt über dem Heuboden ist 1941 erneuert worden. Beim Wohnhaus ist es wahrscheinlich noch älter, weil man hat denn das immer wieder neu gerichtet. Dort haben wir die ganzen Ziegel auf einer Rutschbahn nach unten geschickt. Die Ziegel, die es überlebt haben, hat man geputzt und dann wieder eingedeckt. Und um die Dimension ein bisschen mitzukriegen, das war damals eine Biberschwanz-Einfachdeckung. Das ist jetzt eine Fachsimpelei, aber das mache ich gern, wenn ich schon mal etwas weiß. Das eine Biberschwanz-Einfachdeckung und das waren um die 4.000, 5.000 Stück. Und jetzt ist es doppelt gedeckt, das heißt ein Drittel mehr. Also wir haben viele Ziegel in der Hand gehabt und von Hand geputzt, das Moos runter, dass es nicht wieder Moos ansetzt und so, genau. Wie schwierig, auch angesprochen auf das, diese Kubatur des Hauses, der besteht, wie schwierig war denn auch, wenn du schon angesprochen hast, die Planung wurde quasi am ersten Tag schon wieder über den Haufen geworfen, weil wieder Neues entdeckt wurde. Wie schwierig war es denn da im Innenbereich, sich quasi neu zu erfinden, den neu zu denken, auch neu zu kreieren in dem Sinn? Also begonnen hat es damit, dass die Entscheidung gefallen ist, dass wir nach innen dämmen, sprich die Außenfassade, und das ist auch der älteste Teil des Hauses, bleibt erhalten, also die sogenannte Ständerbohlenbauweise. Das ist noch ein Vorläufer vom Strick, das gab es da bei uns im Vorarlberg und ein bisschen eher in der Schweiz noch und bei uns im Vorarlberg nur in so einer Übergangszeit, also ist relativ selten jetzt noch erhalten.
wir haben uns dann bewusst dazu entschieden, dass wir den Schnitt des Hauses, also speziell des Wohnhauses, erhalten und nur ein bisschen neue Öffnungen schaffen. Also es gibt eine neue Öffnung nach außen, ostseitig, und es gibt innerhalb vom Wohnhaus eine Zwischendecke, die zum Teil rausgenommen wurde. Der Rest von den Räumlichkeiten, die sind eigentlich in ihrem ursprünglichen Schnitt erhalten. Aber natürlich die Dimension von den Decken angehoben, sodass man sich nicht ständig den Grind anhaut. Aber es sind auch die alten Türen wieder drin, ein bisschen verlängert, ein bisschen verbreitert und so. Zum Teil ziemlich viel Handwerkskunst dahinter, das muss man auch sagen, von den Leuten, die sich dem angenommen haben, weil es gar nicht so einfach ist, so mit Altholz zu arbeiten. Mhm. Jetzt haben wir quasi dieses Ergebnis präsentiert. Vielleicht kommen wir zum Kulturgedanken. Ich glaube, da stehen ja doch einige Veranstaltungen jetzt an. Es, glaube ich, eignet sich auch hervorragend für diverse Veranstaltungen. Vielleicht ein kurzer Ausblick, worauf sich auch das Publikum denn freuen darf, wenn sie euch besuchen kommen. Also wir haben, um das wieder mal ein bisschen auszuholen, wir haben das ganze Jahr, also die erste Bespielungssaison quasi unter einen Begriff gestellt. Bezeichnenderweise haben wir den Begriff Erbe gewählt, auch deshalb, weil die Familiengeschichte innerhalb von diesem Haus relativ weit zurückgeht, und haben diesbezüglich auch Veranstaltungen, die sich mit diesem Begriff Erbe auseinandersetzen, also zum Beispiel jetzt Ende Mai, 25. soweit ich weiß, Diskussionsrunde zum Thema baukulturelles Erbe, wo der Klaus Pfeiffer da sein wird, die Verena Konrad, der Martin Markowitz und der Dominik Abrederis, und im Vorfeld noch den schönen Film, der schöne Film gezeigt wird, den Benzi Salay von diesem Projekt hier gemacht hat. Also solche Veranstaltungen wird es geben, Dominik Meyer-Koch bei uns zum Thema auch baukulturelles Erbe, nahrungskulturelles Erbe, weil er mit geretteten Lebensmitteln und Solawi-Gemüse und dergleichen kochen wird. Und sonst gibt es Konzerte, Oskar, Anna Mabo, Christoph Lienherr liest, Tape Moon ist hier. Und weiß Gott noch wer, ganz viele Leute, www.heggewendels.at gibt es ein bisschen was zu sehen. Ja. Dann freuen wir uns auf ein buntes Programm und gratuliere zu diesem sehr, sehr spannenden Projekt. Und ja, ein perfektes Beispiel, wie auch ein Altbau zu neuem Glanz und neuem Leben erwachen kann. Ja, vielleicht noch kurz dazu etwas. Es ist ja tatsächlich auch eine Grundüberlegung gewesen, ganz am Anfang, was man mit so einer Riesenkubatur machen kann. Im Moment wohnen wir zu dritt hier herinnen. Und das ist ja eigentlich gesellschaftspolitische und auch nachhaltigkeitspolitische Katastrophe, wenn so einem Riesenhaus nur drei Leute wohnen. Aber für uns war die Überlegung, was und wie kann man diese Sache der Kommune zuführen. Mhm. Und dann dachten wir uns, bevor wir Zäune bauen, machen wir Tore auf. Und aus diesem Grundgedanken ist dann die ganze Geschichte entstanden. Natürlich mit dem Katalysator, dass der Martin gesagt hat, mach doch das. Aber es ist vielleicht auch ein Beispiel oder eine Ermutigung dahingehend, dass man viel mehr machen kann, wenn man das soziale Umfeld mitdenkt und die Kommune mitdenkt und die ganze Region mit in ein Projekt hineinnimmt. Die Nachbarn sind auch zufrieden? Die Nachbarn waren schon zu Gast auf den ersten Konzerten zum Teil, und es gibt eine Vereinbarung mit ihnen, die uns inzwischen, muss ich sagen, auch sehr gut tut, weil wir einfach wissen, was in einer Bespielungssaison möglich ist und wie weit wir gehen können mit dem, was wir tun. Also es ist alles befriedet und schön und gut. Türen öffnen statt Zäune bauen. Also demnächst herzlich willkommen bei Heggy Wendels. Herzlich willkommen, bis ganz bald. Danke, Yogi. Danke auch.